Hey meine Beste draußen, ich bin Steffen von Baldi's United und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und heute zeige ich euch die neue Match Attacks Extra Kollektion und zwar anhand der neuen Sammelmappe bzw. dem Starter Set. Und im Starter Set sind die Sammelmappe 24 Karten plus eine Limited Edition und ein Collector's Guide inbegriffen. Hier seht ihr das ganze Starter Pack, es passt nicht ganz auf die Seite. Die neuen Match Extra sind diese Woche rausgekommen, jetzt am Kiosk müssen die überall erhältlich sein oder auf tops.com. Danke auch an Tops, die uns hier die zur Verfügung gestellt haben, damit wir sie euch vorstellen können. Von hinten sieht es so aus, ganz besonders zum ersten Mal gibt es neue E-Sport-Karten, beziehungsweise was ist neue, zum ersten Mal E-Sport-Karten von E-Sport-Spielern, die FIFA spielen. Dann neue Karten, neue Designs und es gibt auch Unterschriftenkarten, also Unterschriften unter anderem Thomas Müller in dem Starter-Pack. Beziehungsweise ich glaube im Starter-Pack haben wir ihn nicht bekommen, aber halt zumindest in den Display Boxen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, öffnen das Startup-Pack. Und als ich gerade Autogramm gesagt habe, es wird auch noch die kommenden Tage ein komplettes Display-Opening hier auf dem Kanal. Oh, da habe ich die Kamera ein bisschen getroffen, geht nicht so einfach auf. So, ich hoffe, jetzt ist wieder alles gut zu sehen. Ist ein bisschen schwer aufzumachen, ich hole mir mal ein bisschen Hilfe. Gut verpackt auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, genau, es kommt noch ein Display-Opening zu den Matchstacks-Extras bald hier auf dem Kanal, wo ich eine ganze Box aufmachen werde. Also könnt ihr euch auch schon drauf freuen, wenn dann dort das Video kommt. So, das ist alles, was drin war. Hier haben wir zwei Päckchen unter anderem drin, ein normales Pack und ein 13-Karten-Pack inklusive einer Limited Edition Card. Also das wird ein sehr nice Pack, da freue ich schon drauf. Dann hier einmal die Vorderseite mit schick Leveling müsste es sein. Jesper Lindström, Marco Richter und Anthony Modest. Sehr, sehr nice. Von hinten die Checkliste, also hier was es gibt. Jedes Team hat vier Spieler, also vier Update-Karten, vier Base-Update-Karten. Dann hat jedes Team noch einen Abwehrriegel, eine Club-Ikone und einen Spielmacher, also ja, jedes Bundesliga-Team. Dann hier die Rückseite des Albums, so sieht es von hinten aus, die E-Sport-Regeln erklärt und hier die Checkliste. Hier jedes Zweitliga-Team hat ein Club-Logo und drei Spielerkarten. Dann gibt es von jedem Bundesliga-Team einen Matchwinner, einen Saison-Superstar von jedem Erst- und Zweitliga-Team. Dann gibt es die einzelnen E-Sports-Karten, dann noch Limited Edition, Hattrick-Helden, die Legenden und Club 100. Gibt es auch zwei neue zusätzlich in der Match Attacks Extra Serie. Dann gibt es hier noch dieses Heft, wo alles erklärt wird. Das gucken wir uns jetzt aber nicht an, würde ich sagen. Das könnt ihr euch, wenn ihr euch das Startup-Pack holt, selber angucken. Da sind immer gute Informationen drin. Und dann haben wir noch ein Spielfeld für die Bundesliga. Virtuelle Bundesliga-Spiel quasi, dann könnt ihr spielen. Einmal natürlich noch normale, für die normalen Regeln, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Und dann eins für die Virtual Bundesliga. Sehr, sehr nice. Da weiß ich selber noch nicht, wie das Spiel funktioniert. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken und gegen Jan spielen. Hoffentlich bald. Und hier haben wir ein Album, das wie immer etwas dünner ist als bei den normalen Matchtags, aber es gibt natürlich auch weniger Karten, deswegen macht das natürlich nur Sinn. Also ein ganz normales Sammelalbum ist im Starter-Pack enthalten. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt zu den beiden Päckchen, zu den schönen Teilen der Match Attacks Bundesliga-Serie. Wie gesagt, 25 Karten, also ein Pack mit 12, ein mit 13 Karten. Und wenn ihr noch mehr Päckchen sehen wollt, seid gespannt, bald kommen auf dem Kanal ein Display-Opening. Als erstes haben wir Tim Kleindienst. Dann haben wir hier, so sehen die Virtual Bundesliga-Karten aus. Hier haben wir Buba Daniel Butenko vom 1. FC Nürnberg mit 5 Werten: Effizienz, Torgefahr, Passquote, Erfahrung und Defensive. Von hinten sehen die so aus. Also Investor Virtual Bundesliga steht dort drauf. Dann haben wir Sebastian Griesbeck. Dann haben wir Yannick Bedecke von der virtuellen Bundesliga. Christian Jakic. Boyata, haben wir den Abwehrriegel von RB Leipzig mit Orban, Guardiol und Mukiele.
Jeremy Frimpong. Da haben wir die erste Special-Karte, Club-Ikone vom VfB Stuttgart, Daniel Didavi. Dann haben wir die Club-Ikone von Eintracht Frankfurt, Makoto Hasebe. Dann haben wir ein Club-Logo, und zwar von Werder Bremen. Wie gesagt, die gibt es nur von der zweiten Liga hier im Magic Extra. In der normalen Magic-Serie gab es ja die der ersten Liga, hier in so Die-Card-Version. Und dann haben wir Christophan Kunku, Saison-Superstar, sehr, sehr nice. Superstar ist auf jeden Fall die Saison geworden. Christophan Kunku von RB Leipzig. Und dann kommen wir zum 13-Karten-Pack. Ich glaube, so ein großes Match-Expert habe ich noch nie geöffnet. Eine limitierte Karte ist hier drin garantiert. Mal gucken, ob die vorne hinten ist. Wahrscheinlich eher hinten. Deswegen öffnen wir es ganz normal. Genau, als erstes haben wir hier den Abwehrriegel von Union Berlin mit Baumgartl, Knoche und Jeckel. Dann haben wir Yannick Keitel. Marvin Plattenhardt, Bennett, vom VfL Bochum, Sebastian Polter, Fiergeber, Nico Antonic, haben wir Marius Bülter von Schalke 04, haben wir Saison-Superstar Leroy Sané von den Bayern, also zwei richtig, richtig starke Saison-Superstars, Nkunku und Sané. Haben wir Club-Ikone Patrick Herrmann von Borussia Mönchengladbach. Dann haben wir ein Logo. Ich mache mal hier vor die Limi eine andere Karte, damit wir also das Logo angucken können. Das Logo vom 1. FC Heidenheim. Sehr nice, vom 2. Ligisten. Und dann haben wir hier noch Kouadio Kone von Borussia Mönchengladbach. Und als letztes Limited Edition von Manuel Britel von der Arminia aus Bielefeld. Auch mit dem gleichen Limited Edition Design wie auch schon bei der normalen Matchtech Serie. Manuel Britel von der Arminia aus Bielefeld. Genau, das war das Starter Pack. Also, falls ihr die Serie sammeln wollt, wie immer, eigentlich ein Must-Have, das Starter Pack. Allein wegen dem Album, damit man die Karten schön sortieren kann. Wie gesagt, bald die nächsten Tage kommt noch ein Display-Opening hier auf dem Kanal. Wenn ihr das sehen wollt, abonniert den Kanal, damit ihr es auf jeden Fall nicht verpasst. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.